Hallo Freunde, heute mal wieder Chinesisches mit dir, mit dem Servus, guten Tag. Servus. Ja, ich muss mal ein bisschen ackern, damit wir hier mal weiterkommen. Werde ich tun, versprochen. Aber die hier müssen auch ausgebaut werden. Ich glaube, ich muss das machen wie Jan. Werd bloß nicht so. Nee. Aber ich muss echt ein paar Fahrzeuge einfach mal schön die Linien fertig machen. Wo und dann. Lang? Ja, wie gesagt, wir tun so, als wäre die Map normal. Ach so. Bleiben jetzt da vorne stehen, warten darauf, dass irgendwas passiert und dann fahren wir wieder weg. Aber was sind wir? 6-3, ne? Mhm. Ja, gut. Good day. Und was spielen wir überhaupt? Okay. Gegen die Achselmächte. Recht durch! Oh, boom. Bei uns rechts ist was. Ich höre. Wo genau, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ist der 3485 auf dem Battle Rating noch kompetitiv? Eher nicht so, oder? Ja, es geht. Also die Kanone ja, die Panzerung nein. Okay, was ist hier los? Wo sind die? Ich hab doch einen gehört. Hast du dich selber gehört? Weiß ich nicht. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dann geh ich jetzt mal gucken. Hä? Warum sind denn hier keine Gegner? Das ist ein Riesenmatch. Es muss doch mal irgendwo einer rumfahren. Ah, guck mal, da an der Straße, wo ich jetzt hinfahre, da finde ich doch gleich schon was. Mal den so lange. Oder er dich. Oh, ich hasse das, durch Zäune in War Thunder zu gucken. Das ist so schlicht. Ja, was mich am tierisch nervt, ist, dass die Kanone halt hochlupft. Ja, das hat mich gerade, glaube ich, auch ein bisschen umgebracht. Alter, wenn das schon so losgeht, dann wird die Runde am Ende eigentlich meistens ganz gut. Nein. Auf jeden Fall, das ist die Regel, habe ich gehört. Vor allem ist es halt immer wieder so. Ich wette, mit der ISO 122 geht es jetzt gut, weil die rettet immer. Echt? Bei mir gar nicht. Echt? Nee, bei mir ist das ein super Gerät. Die rettet wirklich sehr häufig. Du kommst aber generell mit den starren russischen TDs gut klar. Mag das ist bei mir so, meh. Ja, bei mir halten die auch immer viel aus. Ja. Das ist meine Liebe, oder meine vergangene Liebe zum Wodka in meiner Jugendzeit. Da. Ja, ich muss mal gucken, dass ich hier weiterkomme. Was kommt denn danach? Gut, ist dieser Typ, was ist das, 62, den ich da gerade erforscht? Erster Kampf, Medium-Kampfpanzer, der ein bisschen moderner aussieht. Light, toll. Light, das ist quasi ein T-55 ohne Panzerung. Cool. Mit der Kanone vom T-34-85. Okay, es wird also nicht besser. Er ist halt mega mobil und deswegen mag ich ihn gerne. Ja, gut, aber trotzdem, das könnte trotzdem... Weiß ich nicht, gucken wir mal. Wenn er eine größere Kanone hätte, würde ich ihn auch mögen. Muss es immer um die Größe gehen? Nö, wenn er Pen hat, ist mir das egal, wie groß sie ist, aber... Ich vermute mal, die Pen wird dann... Von wem? Ich glaube, die Runde können wir gleich nochmal anfangen, ey. Nein, jetzt bin ich gerade in den Gegner. Hat mich denn jetzt hier erwischt? Ach, du warst es, du Säckel. Ich glaub's zimmert, ey. Ah, nee, der war das. Komm, gib ihm. Ja, ich hab jetzt hier ein Problem. Hier ist ein Panther. Ich lad nach. Ich hab kaum noch Crew. Nee, also die Runde ist nicht so gut. Wäre die Crew gerade noch in Ordnung gewesen, wäre das easy cake, aber so, nee. Ihr habt gesehen, was passiert, wenn man einfach einen Panther vorne auf die Front schießt, der platzt einfach. Ja. Oh, jetzt muss ich mir... Ah, wobei, bei dem
M36 mittlerweile habe ich die okay Munition. Der ist gar nicht so schlecht. Nur der Stockgrind bei China ist halt echt übel bei dem. Ich mag den Stockgrind so gar nicht bei China. Ja, der ist, die Munition also, ist halt immer Müll am Anfang. Generell. Ja. Es gibt kein Fahrzeug, das am Anfang eine gute Munition hat. Außer man kommt hoch genug irgendwann. Ja. Selbst der Panzerknacker M36 ist am Anfang richtiger Murks. Stimmt. Also ich kann mich erinnern, wie war der bei den Amis? Der hat aber, glaube ich, auch diese ekligen Wuchtgeschosse am Anfang gehabt, oder? Ganz ehrlich, das ist so lange her, das weiß ich nicht mehr, aber ja, das eben. War deutlich angenehmer. Gefühlt. Aber was ist denn jetzt hier mit dem Panther? Ist der geplatzt? Soll ich irgendwas wegbomben? Geht dir was auf den Sack? Nee, ich bin ja gerade erst wieder am Feld angekommen. Ich sehe gerade nichts. Jetzt mal eine Straße weiter versuchen. Die reiben sich halt gerade ganz schön in der Mitte auf. Nein! Einer kommt immer. Ah, guck mal, eine 335. Das. Die sieht mich hoffentlich nicht. Sonst habe ich echt ein Problem. Jetzt packen sie aber hier die ganz alten Kamillen aus im 10. Au, fuck! Geht's dir nicht so gut? Scheiße, sie hat mich halt wirklich gefunden, ey. Jetzt habe ich halt nur noch die Hong Kong. Hong Kong. Ist doch super. Scheiße. Also als TD. Voll gegen die Container geratzt. Der trifft. Der tut er nicht. Scheiße. Ich treffe mit der Kackmöhre halt nie irgendwas. Nee, ist schwierig. Irgendwie hatte ich auch im Kopf, dass die besser wäre, aber die ist halt echt schlecht als Flak. Ist genau das gleiche Phänomen wie bei der, wie der beim M42, finde ich. Nee, mit dem M42 komme ich voll gut klar. Das Ding will mir nicht rein. Der ist doch gerade super tief geflogen. Wo ist er denn? Hat er so? Ja. Na gut, jetzt ist er hinter der komischen. Erster Leute, komm raus. Ah, oh, jetzt dreht er nicht ab. Der möchte nicht spielen. Er macht's richtig. Leider. Na gut, der Dion ist gewonnen. Ich glaube, unser einer Kollege hat 11 Kill-Assists. Na gut, was fährt der? Spitfire. Gegen lassen sich aber auch gerade abschlachten, wie blöd. Ja, das stimmt. Nur gegnerische Namen im Killfeed. Der Loser-Seite. Jetzt tu mal was für dein Geld, oder MP47. Was sieht denn die 335? Ich ist weggeflogen. Die. Ist zu deren Spawn zurück. Aber unsere beiden Flieger kriegen es auch nicht geschissen, ihn abzuschießen. Das ist ein paar Autos, ey. Ey, der hat's echt überlebt bis zum Ende. Ich bin jetzt abgestürzt. Naja, direkt nächste Runde. So, weiter geht's. Die Map, die ich glaube ich heute zum dritten Mal spiele. Und die ich glaube ich mit in letzter Zeit am häufigsten generell spiele.
Ja, also die neuen Maps kommen ziemlich häufig. Ich finde das ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Ja, ist es auch. Vor allen Dingen Polen im Winter finde ich am nervigsten. Ja. Also, die sind okay, ja, aber. Ja, aber sie sollten genauso in der Rotation sein wie alle anderen und nicht irgendwie priorisiert werden. Nee, ist alles Zufall. Alles Zufall. Schade, ich habe gedacht, der wird jetzt einfach platzen, weil der Sack nicht wartet. Der Hammer gewesen. Soll ich ihn einfach umfahren? Ja, machen platt. Nein, nicht wegfahren! Ich hätte ihn tatsächlich beinahe umgefahren. Weiß nicht, ob er was kaputtig hat jetzt. Aber Rammschaden gibt es ja in dem Sinne nicht, oder? Nee. Also doch schon gegen leichte Fahrzeuge. Ey, es ist ein leichtes. Ich habe gerade einen R3 fast zerquetscht. Ja, doch, den kannst du ziemlich tot rammen. Cool. Ja, wenn man nicht wartet, dann. Ich hätte gegen das eine Prop einfach drücken sollen. So, jetzt bewegen wir uns mal schnell. Ach komm, Leute, was macht ihr denn für Dinge? Shit. LOL. In den Turm und du stirbst nicht. Ja, ich habe auch seitlich in KV1 geschossen, das hat ihn auch nicht gejuckt. Ja, ich habe im Konzept seitlich in den Turm geschossen und er ist nicht draufgegangen. Sehr gut. Da kommt Freude auf. Ich habe ihn dann gefiftykellt. Yo. Scheiße. KV1 vor mir, unangenehm. Ja, den habe ich gescoutet. Genau, der hat mich auch, den habe ich nicht pennen können. Ja, ich habe ihn unter die, da wo man hinschießt, unter ein Tour, unter das Gunmantlet quasi. Nichts. Wo schießt man im KV1 denn noch von vorne rein? In den Fahrersplitz. Ja gut, ich habe halt Third Person geschossen, das hätte ich lieber nicht gemacht vielleicht. Aber eigentlich ist er normalerweise sehr tot, wenn man da hinschießt. Sag dem das. Alter, Leute. Mist. Dischka, was ist los? Warum nichts treffen? Schon wieder eine 335 unterwegs, habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Ich glaube, hier steht. Oh, hier. Ich glaube, hier steht einer. Bin ich hundertprozentig sicher. Oder ob es so ein Prop ist. Scheiße. Oh, dieses Kästchen oben von dem MG ist leider echt ein bisschen klein. Bei den Russen. Wie meinst du? Achso, du meinst den Muni-Vorrat. Ja. Also ja. Gerade bei der 122, ey, ist sofort leer. Sag mal, was ist denn heute? Ist heute der Tag der 335er? Die Leute fliegen mit dem Ding hier irgendwie so willy-nilly ohne Ausweichmanöver übers Schlachtfeld, nichts passiert. Ja. Holen einen Kill nach dem anderen. Was zur Hölle? Ja gut, wenn die alle anderen... Ah, Alter, der KV1 steht direkt vor mir. Wenn, ja, dann versuche ich ihn zu umfahren. Wenn die alle hier schön... in der Hongkong sitzen, der Kommando, dass da keiner was unterholt. Der fliegt hier halt echt mega lang. Also, wo genau vor dir? Direkt hier hinterm Hügel. Problem ist, ich weiß, dass ich hier links neben mir einen Gegner habe. Ich höre ihn was? Sehr laut. Ich komme, ich brauche noch 2 Sekunden. Hab ihn. Ah, jetzt hatte ich gerade einen Schuss. Ja, er hat auf mich geschossen und in dem Moment hat er auch meine Kanone rausgenommen. Also eine Reparatur, wenn ich verkehrt. Ich komme mal zu dir. Das Problem ist, hinter mir ist ein Gegner. Das ist schlecht. Ah, oh, ist ein Crocodile. Hab ich ein Glück. Der hat mir halt echt die Kanone rausgenommen. Ich kann nicht mehr schießen. Sie ist nicht schwarz, sie ist rot. Reparier sie. Der kommt frontal nicht durch dich durch. Ja, ich reparier schon. Glauben. Ich reparier schon, aber was soll die Scheiße? Jo, und ich komme seitlich nicht durch ihn durch. Was ist denn jetzt kaputt? Also jetzt. Ja, von hinten kommt auch einer.
Ich hab jetzt echt ein Problem hier. Also wie gesagt, von hinten bei dir kommt auch einer. War hier ungefähr. Alter, geht er mir auf den Keks, ey. Jetzt brenne ich auch noch. Ich eile. Alter, hör doch auf! Wo schieße ich einen Churchill denn von vorne rein? In den Turm auf die platte Wange rechts. Habe ich versucht, hat nichts gebracht. Das ist unwahrscheinlich, aber... Aber gut, meine Kanone ist jetzt auch wieder kaputt. Leute, hier ist ein Gegner. Was ist euer verficktes... Ich rase. Ist der hinter dir noch Nein, da? Nein, der ist nicht da. Vermutlich. Doch, er ist hinter mir. Er schießt jetzt auch endlich mal auf mich. Hat aber auch lang gedauert. Lukas, jetzt musst du... Der steht gleich neben mir. Ich bin jetzt gleich tot. Und tschüss. Lol, niemals! Er hat's nicht hingekriegt. Ich habe ihn zwar gepennt, aber das hat ihn nicht interessiert. Lad nach, du Sau! Nein, du tötest meinen Kollegen nicht! Warum killt der mich denn nicht? Ja, weil er hat doch Murksmuni, der hat doch keinen Filler. Ja, aber wo hat denn der auch hingeschossen? Weiß ich nicht. Okay, er hat auf meine Munition geschossen, es ist nichts passiert, sie ist gelb. Ja, Britenmuni halt. Kannst du voll in die Tonne kloppen. Yay, yeah, ich lebe noch. Ich hab dich gerettet. hat eine Weile gedauert, Eis. Ey. Hallo? Nix gibt's hier, kein Eis. Kannst Schnee lecken, gelben. Leckerer gelber Zitronenschnee. Hi. Vor mir ist ein Gegner, ist ein Tiger. Hier ist ein Panther. Okay, dann machst Ah ne, das war ein Panther. Entschuldigung. Ein Entschuldigung, Tovarisch. Vater, wir sind Chinesen. Ich brauche jetzt dringendst... Puh. Deswegen, ich fahre jetzt mal ganz schnell YOLO nach B. Seh zu, dass ich den Punkt cappe. YOLO du mal. Hätte natürlich auch zu A fahren können, aber nö, ist jetzt einfach, also lebe ich noch. Aber ich bin sehr erstaunt, dass ich überhaupt noch fahre. Hab ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Aber es ist halt nur ein Crocodile gewesen. Aber bringt es eigentlich was, wenn er mich mit einem Flammenwerfer anzündet? Hat das irgendeinen Nutzen? Nee, überhaupt nicht. Alter, das kannst du halt echt nicht aussuchen. Ausdenken. Ich habe hier dreimal mit meiner 85er ins Munilager geschossen. Dann dreht sie locker flockig den Turm und killt mich. Zu niedrig, scheiße. Ich hab's vorbeigeschossen, ich hab's verkackt. Sind wir jetzt die Schweizer Chinesen? Ja. Na ja gut, aber es ist relativ ausgeglichen gerade. Gut, ich cap mal. Kann man eigentlich aussuchen, wen man als erstes ersetzt? Nee, leider nicht. Genauso wenig, wie man seiner Crew sagen soll, an welche Station sie soll. Ich spiele ja auch nicht Cosmo hier, sondern War Thunder. Ja. Mhm. Deswegen war meine Kanone kaputt. Auf jetzt cap schneller. Ja, gerne noch mal eingreifen. Ich finde es auch panne, dass man nur eine neue Crew, ein neues Crewmitglied mitnehmen kann. Also warum nicht alle oder zwei? Gut, dann dauert es halt länger. Stehst du halt länger da, bist aber halt auch verwundbar wie Sau.
Das verstehe ich nicht. Ja, sichi. Warum werfen sie denn jetzt mit Bomben auf mich? Und was war denn das für eine Bombe überhaupt? Oder hat da gerade einer ein Torpedo nach mir geworfen? Vor allem von was für einer Höhe, bitte? War das denn der? War das der? Neben mir ist gerade irgendwas explodiert, eingeschlagen. Aber es hat mir keinen Schaden gemacht. Und es hat nur einen ganz flachen Krater gegeben. Machen. I don't know. Macht Torpedos Krater? Ich bin mir nicht sicher. Und hier muss doch mal irgendwo noch ein Gegner sein. Das ist alles schon wieder mausdöd. Wenn man sich mal mit ein paar Leuten anlegen will. Ja, dann kommen sie nicht. Ah, da höre ich dann eine Flagge. Ne? Die kriege ich nicht beschossen von hier aus. Ach komm! Wo stehen die jetzt? Da habe ich doch gerade noch hingeguckt, ey. Jetzt die Magie von War Thunder. Ja. Vielleicht setze ich mich halt auch ein Flugzeug von mir aus. Naja, ich muss hier echt weiterkommen, ey. Ich hasse Flaks, die Spawn Protection haben und eine halbe Minute auf die Flieger ballern dürfen. Mhm. Langsam gibt mir das Battle Rating auch auf den Keks, obwohl ich es ganz gerne mag, aber. Irgendwann ist gut. Na guck mal, da kommt eine P8, die könnte ich da abschießen. Hui. Ja, der dreht auch schon ab, der hat keinen Bock auf dich. Ich frage mich, ob der wirklich gedacht hat, ob ich ihn ramme oder so. Bei den Teammates, die man hier also hat, würde es mich nicht wundern. Wo ist der VK? Das wollte eigentlich einen schönen Revenge-Bomb machen. Du meinst einen völlig zufällig und überhaupt nicht auf schlechten Gefühlen aufbauenden Kill? Ja. Hm, ja, verständlich. Ich sehe ihn nicht. Gegnerisches Flugzeug am Himmel. Nee, ah, lol! Das war nicht gegnerisches Flugzeug, das war die Bombe von der P8. Nicht draufschießen. Das ist irgendwie so eine I-16 oder sowas, habe ich gedacht. Jetzt platzen die halt gerade einfach wieder an, ne? Das ist eine U-87 auf dem Schlachtfeld. Ja, ich sehe es gerade. Ist sogar in meiner Nähe. Das waren heute so zwei richtige Medium-Runden. Ja, typisch, war nicht, ne? War nicht gut, war nicht scheiße, aber... Man kommt wenigstens ein bisschen voran. Genau. Also, macht's gut, Freunde. Tschüssi. Ciao, ciao.